und natürlich auch das Programmheft für die deutschen Heimmeisterschaften. Also ich zeige es euch nochmal. Die könnt ihr euch im App Store runterladen und im Google Play Store. Und damit lernt ihr wirklich alles über das Mal. 11 Uhr geben Owen Ansa und Lukas Ansa Pekner eine Autogrammstunde am Top 4 Running Stand auf der Spitze. So, dann gehen wir hier auf die nächste Höhe. 4,20 Meter ist dann für Chiara Sisse gleichzeitig ihre Saisonbestleistung. Also das geht und ging hier relativ schnell in diesem ja doch überschaubaren Wettkampf. Aber jetzt können die Tabhochsprung-Ladies uns hier zeigen, was sie drauf haben. Ja, sie ist ja noch eine ganz junge Athletin, 18 Jahre. Nicht besonders groß, aber sehr schnell im Anlauf. Ja, passt noch nicht. Fehlt so ein bisschen noch die Form aus 2022. Aber 4,20 war sie im ersten Wettkampf der Hallensaison schon gesprungen. Chiara Sistermann. Ist das Herbert Chingon da oben? Ja, sieht so aus. Ja, genau. Stabhochsprung, Status kurz vor Guru in Deutschland, würde ich sagen. Ja, Deutschland und der Schweiz natürlich auch viel gearbeitet, als Bundestrainer in der Schweiz. Ich sag mal, die ersten drei. Und dazu gehört sie hier auch. Gleich auf, liegend sogar auf Position 2 mit Clara Renz, Chiara Sistermann. 4,20 im ersten Wettkampf. Hat sie geschafft. Schafft sie es jetzt auch? Noch nicht. Für den richtigen Kontext, also ihre persönliche Hallenbestleistung liegt bei 4,30 Meter. Das ist ja dann auch nicht mehr so viel höher. Also das ist schon auch eine Herausforderung für eine 18-Jährige hier im Finale bei deutschen Meisterschaften. Und dann haben wir den nächsten Höhepunkt. Stichwort Hoch und Höhe. Ja, auch da erwarten wir sicher einen sehr spannenden Wettbewerb. Toby Poitier, den wir... Aber zweiter ungültiger Versuch für ihn, für den Schleswig-Holsteiner. Über 2 Meter. Tja, das war leider die letzte Chance für Chiara Sistermann, die nur mal ein bisschen geschaut hat da bei 4,20. Schade, dass sie die Vorleistung nicht hat reproduzieren können, aber mit 18 Jahren ist sie eine ganz junge Athletin, die trotzdem was mitnimmt hier von so einem Stück. Hier ging es doch leider sehr schnell. Die 4,20 Meter waren der Knackpunkt in diesem Wettbewerb.